Hallo ihr Hübschen, herzlich willkommen hier bei den News und wir fangen direkt mal wieder mit einem schönen Schulthema an. Heute allerdings überhaupt nicht Corona-related, nein, es geht um den guten Fiete Korn. Fiete Korn ist ein Schüler, genauer gesagt ein Abiturient aus Mecklenburg-Vorpommern und der hat es jetzt geschafft, wegen seiner Abiturrede vom Schulleiter angezeigt zu werden, wegen übler Nachrede. In seiner zum Teil außerordentlich ironischen bis hin zu sarkastischen Abiball-Rede hat der junge Fiete Korn einfach mal hier und da die Abzweigung gewählt, ein wenig über die vergangenen Jahre seiner Schullaufbahn zu resümieren, wobei natürlich auch der Schulleiter nicht besonders gut wegkam. Genauer gesagt wurde ihm vorgeworfen, an der Schule mit einer Art, wie Fiete es selbst nannte, Klima der Angst und des Misstrauens zu arbeiten. So wurden Schüler beispielsweise regelmäßig ermuntert oder dazu aufgerufen, andere Schüler zu überwachen, sie bei Fehlverhalten jedweder Art anzuschwärzen, sie wurden verbal drangsaliert, unterdrückt und all diese Vorwürfe, für die Fiete übrigens von seinen Mitschülern ordentlich Applaus bekam, wischt der Schulleiter von sich ab, nennt das Ganze üble Nachrede und zeigt den 18-jährigen Abiturienten kurzerhand an. Drei Dinge sind dabei noch wirklich interessant zu erwähnen. Erstens, der Bürgermeister der Stadt selbst steht hinter dem Abiturienten, denn auch er sagt, man hat sowohl mit dem Träger der Schule als auch mit dem Schulleiter immer wieder tierische Probleme, auch wenn es beispielsweise um die dringend notwendige Sanierung des Schulgebäudes geht. So ganz koscher, so ganz einfacher Typ ist dieser Schulleiter offensichtlich überhaupt nicht. Zweitens möchte ich für so viel Zivilcourage einfach selbst mal applaudieren. Denn den Abiball und diese Aufmerksamkeit stellvertretend für nachkommende Schülergenerationen und eben die eigene Klassenstufe zu nutzen, um dann so eine Kritik zu äußern, die dann auch noch in einer Anzeige endet, Chapeau dafür, Hut ab. Auch das gehört eben zur Zivilcourage, sich gegen eine Art System aufzulehnen, das Schüler, das junge Menschen unterdrückt, statt eben für sie da zu sein, sie zu lehren und aufs Leben vorzubereiten. Das funktioniert nämlich mit Angst und Unterdrückung so gar nicht. Und herzlichen Glückwunsch, denn aktuell sieht es so aus, als würde diese Art von Zivilcourage Fiete kurzerhand zu einer Stelle im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verhelfen, denn Jan Böhmermann hat sich bei ihm gemeldet, bietet ihm direkt mal ein Redaktionspraktikum an, in seiner eigenen Show. Und da sieht man, das Schicksal geht zwar manchmal komische Wege und auf jeden Fall nicht immer geradeaus. Lasst euch also an dieser Stelle, möchte ich das kurz gesagt haben, auch nicht beirren, falls nicht alles immer so nach Plan läuft. Manchmal kommt es eben völlig anders, als man gedacht hat. Ich sag herzlichen Glückwunsch, ganz viel Spaß und Erfolg. Und wer weiß, vielleicht kommen ja in Zukunft nicht nur ein paar Auftritte von Fiete, sondern auch viele, viele Gags aus seiner Feder für Herrn Böhmermann. Wir werden mal schauen. Meine Frage an euch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ist natürlich, wie läuft das in eurer Schule ab? Fühlt ihr euch unterstützt? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, was zum Beispiel die Aufforderung, andere Schüler zu überwachen angeht? Wie ist das Klima an eurer Schule? Wie sind Schulleiter und Lehrer euch gegenüber drauf? Eure Erfahrungen, negative sowie positive und was ihr davon haltet, den Abiball für so ein Statement zu nutzen, einfach mal in die Comments. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr so erlebt habt. Horst Seehofer hat sich ja bekanntermaßen gegen eine groß angelegte Studie entschieden, die potenzielle gefährliche rassistische Tendenzen innerhalb der deutschen Polizei untersuchen sollte. Seehofers meiner Meinung nach wäre das Ganze ja total unnötig, denn das ist ja verboten. Und was verboten ist, das macht ja keiner. So funktioniert die Welt. Zumindest laut Seehofer. Jetzt allerdings könnte die Rassismusstudie dank einer Petition doch kommen. Der dazugehörige Artikel inklusive Petition sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da mal rein. Da findet ihr auch zum Beispiel extrem tolle Sachen wie unseren Podcast. Kam erst gestern eine neue Folge. Diese Woche folgen sogar noch zwei weitere. Ganz viel Spaß auch damit. Und wenn ihr mit dem Mauszeiger sowieso schon auf dem Weg nach unten seid, dann haltet ganz kurz bei dem Daumen nach oben an. Denn wir haben nachher auch noch ein Verschwörungsthema drin. Und das heißt, dass die ganzen Äffchen wieder von ihren Baumen klettern und das Video hier downvoten. Also haltet ein bisschen dagegen. Vielen lieben Dank an euch. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, dank dieser Petition könnte die Rassismusstudie nun also doch kommen und ich persönlich bin der Meinung, es ist nicht nur wichtig, es ist absolut unabdingbar, diese eben zu haben, also diese Studie in Deutschland durchgeführt zu haben, denn die Polizei, unser Freund und Helfer, muss sich dieses Image auch irgendwie bewahren und mit den immer mehr auftauchenden, leider auch rechtsorientierten Vorfällen, die von vielen Mitbürgern eben die Polizei betreffend geäußert werden, muss man eben eindeutig sagen, dass es die schwarzen Schafe nun mal auch zu finden gilt und dafür einfach eine neue Awareness geschaffen werden muss, auch wenn es um die Einstellung und die Anstellung der nächsten Generation Polizisten geht.
Kommen wir zu einem Thema, von dem ihr euch gewünscht habt, dass ich darüber auf jeden Fall sprechen soll. Es geht, wie könnte es nach den vergangenen Tagen anders sein, um die Vorwürfe gegen ApoRed. Genauer gesagt eigentlich ApoRed und Leon Mascher, und es handelt sich um sexuelle Belästigung. Die Anschuldigungen, die dabei im Raum stehen, sind ziemlich schwer. So geht es einmal zum Beispiel um die YouTuberin Sylvie Rockstar, die angeblich vor bereits 4 Jahren auf einem Webvideopreis von Leon Mascher und ApoRed angesprochen wurde, mit dem Angebot, diese könnten sie ja auf YouTube ordentlich pushen, sodass ihr Kanal rasant wächst, wenn sie ihn im Gegenzug, angeblich, wie gesagt, es gibt dafür keine stichhaltigen Beweise, auf dem Klo einen blasen würde. Na, herzlichen Glückwunsch, wie sympathisch. Auch die Betreiberin des vor allem für Make-up-Artistik und Bodypainting bekannten Kanals Push Art hat sich zu Wort gemeldet. Auch sie, die damals für die Gang-Tour als Make-up-Artist gebucht worden ist, bestätigt, dass ApoRed sie ohne gegenseitiges Einverständnis angegrapscht hätte, angefangen hätte, sie zu massieren mit immer wieder dementsprechenden Affronts, was sie denn abends noch so tun würde und man könnte doch, ne, weiß schon hier, knickknack, sodass sie in kürzester Zeit keine andere Chance sah, als sich wirklich zu verpissen. Und auch, dass ApoRed beispielsweise bei den 2 Mädels, was ihr Job damals war, die als Mystique aus dem X-Men-Universum natürlich außerordentlich freizügig geschminkt werden sollten, einfach mit in die Umkleide kam, um mal so ein bisschen zu gaffen. Hier steht, und das muss man fairer halber immer wieder betonen, Aussage gegen Aussage. ApoRed hat schon ein Video hochgeladen, in dem er versucht, sich zu rechtfertigen, was eigentlich nur darin mündete, dass er nonstop einfach jegliche Frau, die ihm das irgendwie vorwirft, beleidigt, und hat das Video mittlerweile auch schon wieder von seinem Kanal runtergenommen. Hat offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass das Internet ohnehin nicht vergisst. Also ein Video von seinem eigenen Kanal runterzunehmen, bringt so gut wie gar nichts. Es ist da und es wird gefunden, mein Freund. Aber man muss trotzdem immer noch sagen, es fehlen natürlich Beweise, es fehlen Augenzeugen, es fehlen Menschen, die sich immer noch dazu äußern. Und auch hier gilt, man ist bei solchen Vorwürfen ja auch irgendwie in der Beweispflicht, dass ApoRed und Leon Mascher es bei ihrem Standing als, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt die allersympathischsten Gestalten auf der Plattform, ein bisschen schwerer haben, solche Anschuldigungen einfach von sich zu schütteln, das ist allerdings auch klar. Und da hilft es auch nichts, wenn man statt sachlich zu den Vorwürfen irgendwie zu argumentieren, einfach nonstop drauf losbeleidigt. Das war mal wieder so eine absolute Nullnummer. Du dreckige Lügnerin! Du hässliche Lügnerin! Wo? Wo? Ich persönlich halte euch darüber gerne auf dem Laufenden, sollte sich zu dem Thema noch irgendwas ergeben. Aktuell müssen wir einfach abwarten, ob sich da irgendwelche Beweise verhärten oder noch konkrete Augenzeugen zu Wort melden. Im Moment ist hier einfach noch keine Schuld oder Unschuld bewiesen. Ihr habt bestimmt schon mal was von dem Namen QAnon gehört. QAnon ist im Prinzip die am schnellsten wachsende Verschwörungsextremisten- und Vollidioten-Community, die Telegram zu bieten hat. Jeder Aluhutträger, der was auf sich hält, muss Teil dieser Bewegung sein. Und ihr könnt euch darauf verlassen, bei QAnon geht's um alles. Natürlich um die große Corona-Lüge, aber auch typisches Reichsbürger-Geschwurbel bis hin zu Hardcore-Nationalisten und Neonazis haben sich dort einfach alle vereint, die denken, die Welt würde gesteuert von in der Hohlerde lebenden Echsenmenschen, blutsaufenden VIPs und menschenzwangsimpfenden Roboterhybriden, die uns alle mit ihren Mikrochips kontrollieren wollen. Egal, denkt euch irgendeinen Scheiß aus, ich schwöre euch, irgendein QAnon-Anhänger ist schon davon überzeugt, dass es das gibt. Das Problem ist, dass die Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken für diese Gruppen steigt und mittlerweile, und das wissen wir leider nicht erst seit dem Mord am Politiker Walter Lübcke, treten diese Interneterscheinungen auch in unsere echte Welt. So jetzt beispielsweise das erste sogenannte Q-Wochen Festival der Welt. Ein Festival, das diesmal erstmalig und in Finnland abgehalten wurde und bei dem sich dann Hinz und Kunz der Verschwörerszene im echten Leben treffen. Das Ganze wird dann noch via Postings auf sämtlichen Social Media Plattformen und Livestreams begleitet, sodass all ihre völlig verqueren, total verschwurbelten, aber leider zum Teil extremst gefährlichen Ansichten einfach überall in die Welt hinaus posaunt werden können. Die Q-Wochenendfestivals sollen nun also die Art von Verkörperung ihrer Telegram-Gruppen im echten Leben werden. Das heißt, die sollen in Zukunft weltweit in sämtlichen Ländern dieser schönen, nebenbei bemerkt runden Erde stattfinden. Ich persönlich kann nur hoffen, dass diese Extremisten-Ausbildungslager, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, in sehr naher Zukunft auf dem Schreibtisch eines auch nur halbwegs fähigen Mitarbeiters des Verfassungsschutzes landen und dass diese eben schnellstmöglich unter Beobachtung gestellt werden. Denn zu beobachten ist dieses Phänomen nicht nur überall, es muss auch
vernünftig beobachtet und eingeschätzt werden. Denn glaubt man verschiedenen Telegram-Gruppen zum Beispiel, ist Walter Lübcke bei langem nicht die letzte Person des öffentlichen Lebens bzw. der letzte Politiker, der auf irgendeiner Todesliste von irgendwelchen Verschwörungsextremisten steht. Oh, und mal eine ganz kurze erklärende Sache. Wenn jetzt wieder von allen möglichen Deppen da draußen kommt, ja, recherchier du doch erstmal richtig, ja, informier du dich doch erstmal richtig, ja, du bist ja verblendetes Schlafschaf, dann möchte ich speziell euch mal ganz kurz eine Sache mitteilen. Nein, für eure ganzen kruden Verschwörungen, die ihr ja selbst Theorien oder die einzig wahre Wahrheit nennt, seid ihr auch in der Beweislast. Ihr wollt doch die große Verschwörung der Welt aufdecken. Dann müsst ihr das beweisen. Ihr seid in der Beweispflicht. Ihr müsstet mit Quellen kommen, die nicht von, habe ich mir mal eben in WordPress eine Seite erstellt und mir irgendeine Scheiße ausgedacht, um irgendeinen esoterischen Dreckswasserkristall zu verkaufen.de stammt. Ihr erzählt allerdings jedem immer nur, ja, recherchier du doch mal richtig, ja, informier du dich doch mal selbst, und dass ihr einfach keinerlei, auch nur ansatzweise ernstzunehmende Quelle habt. Das ist ein Riesenproblem. Denn ihr wisst nie, nie, von wem kommt diese Information ursprünglich? Nein, in diesem völlig verschwurbelten Netz aus Hörensagen gibt es so etwas wie eine Ursprungsquelle nämlich kaum. Außer sie ist vollkommen frei erfundener Bullshit, ohne irgendeine statistische Erhebung oder irgendein wissenschaftliches Prinzip, dem auch nur ansatzweise gefolgt wird. Also hört auf, euch darüber aufzuregen, dass man euch nicht ernst nimmt. Denn der einzige Fakt, nach dem ihr lebt, ist, dass ihr nicht ernst zu nehmen seid. Schlimm wird's eben nur, wenn einige das erkennen und plötzlich versuchen, mit Waffengewalt nachzuhelfen, ne? Kommen wir noch zu zwei kurzen Themen. Einmal haben wir ja über Donald Trump schon gesprochen im letzten Video. Falls ihr es verpasst habt, schaut es euch gerne nochmal an. Denn aktuell macht es den Anschein, er würde versuchen, die Post in den USA zu manipulieren, neu zu besetzen, Stellen abzubauen, um eben ganz gezielt Menschen auszuschalten, die versuchen, per Briefwahl zu wählen. Mittlerweile tauchen sogar Berichte darüber auf, dass zum Beispiel Postsendekästen und Briefkästen abmontiert werden, um das Ganze noch mehr zu erschweren. Aber was soll man sagen? Donald Trump lässt einfach keinen Spielraum mehr für Spekulationen. Nein, Donald Trump erklärt ganz öffentlich und mit eigenen Worten, dass er das tatsächlich tut. Die Post so schnell wie es geht, so kaputt wie nur möglich zu machen, damit Leute nicht via Briefwahl wählen können. Das hat er jetzt offen zugegeben. Herzlichen Glückwunsch. Wer diesen Mann immer noch für einen Politiker in einem demokratischen System hält, der hat, und man kann es nicht anders sagen, wirklich den Schuss noch nicht gehört. Wer den Schuss, den Warnschuss allerdings gehört hat, das ist China. Aufgrund der Corona-Krise und schwerer Überschwemmungen in den letzten Wochen und Monaten kommt es da zu einer echten Lebensmittelknappheit und die Preise für Lebensmittel explodieren zurzeit. Genau deshalb kam ein Restaurant jetzt auf eine besonders gute Idee. Da Menschen aktuell auch von der chinesischen Regierung aufgerufen worden sind, keine Lebensmittel mehr zu verschwenden, müssen in diesem Restaurant alle Gäste, die dort erscheinen, erstmal auf die Waage. Und anhand ihres Gewichts wird dann eine ideale Kalorienmenge für sie berechnet und dann wiederum werden Gerichte, die dazu passen, entweder zubereitet oder vorgeschlagen. Das heißt, im besten Fall wirst du optimal satt, bestellst aber nicht zu viel, wobei es hier gar nicht darum geht, dass sich Leute überfressen. Nein, es geht darum, dass Leute sich zu viel bestellen, das dann übrig lassen, weil sie nicht aufessen, das wiederum weggeschmissen wird, was sich China in seiner aktuellen Situation einfach nicht leisten kann. Und aus diesem Ansatz heraus, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich diese Idee wahnsinnig clever. Natürlich ist es irgendwie ein Einschnitt und natürlich ist es irgendwie befremdlich, aber es wird einfach konkret so viel Essen weggeschmissen, dass ich diese Idee nicht schlecht finden kann. Wie seht ihr das? Eure Meinung zu jedem Thema, über das wir heute geschnackt haben, ab in die Comments. Ich bin gespannt, ich freue mich immer wieder, das zu lesen. Und wie gesagt, wenn ihr merkt, dass wieder eine Welle Verschwörungshainis über dieses Video schwappt, dann gerne, gerne, gerne mir einfach ein bisschen den Rücken stärken und selber mal in die Comments schauen und hier so ein bisschen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ihr wisst schon, was ich meine, mitmoderieren. Bis dahin, Freunde, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns die Woche wieder mit einer weiteren The News, einem Copy and Taste und einem tollen Top 5, das dann noch kommt. Bis dahin, genießt das Wetter, es soll ja ein bisschen abkühlen. Und vor allen Dingen schaut hier einfach mal noch in ein, zwei Videos rein, wenn ihr Bock habt. Checkt auch die Videobeschreibung, wie gesagt, zieht euch unseren Podcast rein, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und bis dahin, klicke die Klick, Daumen hoch, Abo, Glocke, macht's gut. Tschüssing, Community High 5 in 3, 2, 1. Ach komm, wir gönnen uns heute nochmal ein High 5 hier, ein richtiges. Bam!